Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Auspackvideo. Wir haben gestern mit Nummer 8 aufgehört, deswegen machen wir jetzt mit Nummer 9 weiter. Und ja, dann werden wir einfach mal Nummer 9 suchen und ich habe Nummer 9 schon gefunden. Die liegt hier. Dann öffnen wir die mal. Da haben wir Zaunteile drin. Die sehen so aus. Können wir ja mal zusammenbauen. Das sieht dann so aus. Wir können ja einfach mal das Fohlen hier reinstellen. Das sieht dann nicht so leer aus. Stellen es aber mal auf die Seite. Und kommen zu Päckchen Nummer 10. Vielleicht können wir da ja noch irgendwas kombinieren. Also vielen Dank für die Zaunteile. Solche Zaunteile habe ich jetzt auch noch nicht. Ja, kriegt man ein bisschen mehr Abwechslung rein. Das ist Nummer 10. Ich habe gerade schon den Lungumi davon weggemacht. Und hier haben wir... Oh mein Gott, dieses Pferdchen. Leute, könnt ihr euch noch an mein Auspackvideo erinnern, wo ich mir die 48 Leichpferde auf eBay bestellt habe, also dieses Paket. Da ist genau das gleiche Pferd drin. Leute, wartet. Ich zeige es euch mal kurz. Tada, jetzt haben wir zwei davon. Also auf jeden Fall ein richtig lustiger Zufall, dass ich dieses Pferdchen erst in dem Häkchen hatte und jetzt habe ich es nochmal. Also ja, die stelle ich auf jeden Fall gemeinsam hin. Dann sieht es cooler aus. Die stellen wir auf jeden Fall auch mal da hinten hin. Das Ganze ist jetzt so. Und ich habe Kevin jetzt hier so angelehnt, dass er nicht umfällt wie im letzten Video. Ja, dann machen wir einfach mal weiter mit Nummer 11. Nummer 11 ist hier. Machen wir jetzt mal auf. Und dann gucken wir mal, das kommt irgendwie weggeflogen. Was ist das? Das sind Blumen, aber für was? Oh, ihr seht es gerade nicht. Was macht man damit? Ich bin gerade überfordert, was man mit den Blümchen macht. Was macht man damit? Macht man die so anders? Geht's auch vielleicht? Nö. Hä? Okay, Blümchen haben wir hier. Mal gucken, wie ich die einsetzen kann. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wie man vielleicht merkt. Vielleicht kann man die irgendwie als Deko benutzen. Die halten nirgends. Also mal schauen, was ich mit den Blümchen so machen kann, aber mir fällt gerade irgendwie nichts ein. auf jeden Fall sehen die eigentlich ganz schön aus, aber ich weiß gerade wirklich nicht, was ich mit denen machen soll. Mal schauen. Ich lege sie mal auf jeden Fall auf die Seite. Vielleicht finde ich irgendwie noch einen Verwendungszweck dafür. Ich denke mal schon. Vielleicht für irgendein Foto oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier Nummer 12. Da haben wir Salzlecksteine. Die sehen so aus. Richtig cool. Ich mag diese kleinen Elemente voll gerne. Die kann man einfach als Details hinhängen und so. Sieht dann irgendwie ganz cool aus. Finde ich auch bei Schleich mega cool, diese kleinen Salzlecksteine, diese pinken oder auch diese mit den Körnern dran. Sehen auf jeden Fall immer richtig cool aus, wenn man die irgendwo hängen hat. Und Leute, ich weiß jetzt schon irgendwie, dass dieses Video komplett chaotisch wird, genauso wie letztes Mal, aber ist ja nicht so dramatisch. Wir haben auf jeden Fall hier jetzt Nummer 13. Und in Nummer 13 haben wir so Mist. Also, das ist so ein Misthaufen. Ich dachte früher immer, das wäre was zu fressen, aber das ist einfach Mist. Also, ja, voll praktisch eigentlich. Das kannst du überall hinlegen, dann ist halt so ein Misthaufen da liegen. Also, von dem habe ich halt auch noch nicht so viel. Ich hatte doch früher mal Fohlen-WG gedreht, also 2018 war das noch. Und da habe ich einfach gesagt, dass wir essen. Und Leute in den Kommentaren so, das ist Mist. Und ich dann so, oh. Ja, so, das ist Mist. Yay. Ist auf jeden Fall immer richtig praktisch. Ich finde es auch richtig cool, dass man hier so mit der Mistgabel so reinpieksen kann und es dann so wegmachen kann. Also auf jeden Fall richtig cool. Dann haben wir Nummer 14 als nächstes. Und hier haben wir nochmal Blumengummis. Das eine ist, glaube ich, ein Apfel und das eine eine Karotte. Machen wir einfach mal da hinten die Kiste rein. Da habe ich jetzt den Mist reingelegt, aber es sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Voll die gute Idee, daraus einfach eine Karotte und einen Apfel zu machen. Also wirklich Daumen hoch. Und dann haben wir Nummer 15. Ein Kissen. Süß. Also ich mag diese Kissen auch voll gerne. Ich finde die immer so niedlich, weil sie so klein sind. Also kommt auf jeden Fall bei mir ins Haus. Also in das Schleichhaus. Ich finde die Kissen wirklich richtig süß, weil die halt einfach so klein sind und so niedlich.
Wow, Kissen, niedlich. Ey. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit Nummer 16. Da. Ich pack's mal hier so auf, dass ihr das sehen könnt. Bin mal gespannt, was da drin ist. Oh mein Gott, Leute, und hier ist einfach so ein Sattelhalter drin. Das ist richtig praktisch, weil ich habe vor einem halben Jahr oder so alle 4 Sattelhalter von dem einen Stall verloren und ich weiß bis heute nicht, wo die sind. Jetzt habe ich hier wieder einen. Ist auf jeden Fall richtig cool, weil die kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Und ja, einfach nur vielen, vielen, vielen Dank dafür. Dann kommen wir jetzt zu Nummer 17. Raschelt schon ein bisschen, bin mal gespannt, was das jetzt ist. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, wartet, ich muss es mal kurz ein bisschen verdecken, weil ich weiß nicht, ob das spiegelt. Also, ich habe ihn jetzt hier hingelegt. Hier spiegelt er jetzt nicht so. Er ist auf jeden Fall voll schön. Also so ein kleiner Anhänger, also so ein Engel als Anhänger. Sieht auf jeden Fall richtig niedlich aus und ich werde ihn auf jeden Fall irgendwo hinhängen. Also vielen lieben Dank dafür. Ich finde den wirklich mega schön. Dann haben wir hier Nummer 18. Moment. Das ist auch ein bisschen schwerer. Wir haben einen Stein. Ach, wie süß. Vielen, vielen Dank. Also, den Stein kann ich ja vielleicht irgendwo hinstellen. Das Fanpaket für die Leute, die es noch nicht wissen, das ist von Elina und sie hat hier ihren Namen draufgeschrieben. Also, richtig süß. Ich dachte erst, hä, was ist denn das? Weil mir kam das so entgegen. Aber wo ich es umgedreht habe, es ist voll süß. Und ja, vielen Dank, Elina. Dann sind wir fast schon am Ende angelangt. Wir haben jetzt hier noch die Nummer 19. Und da haben wir auch ein kleines Pferdchen drin. Sieht so aus. Ist auf jeden Fall auch voll niedlich. Also, das stellen wir mal rüber. Das ist ungefähr auch in der Größe wie das andere hier. Dann haben wir hier nochmal so ein Futtergitter und nochmal ein Apfel. Der sieht so aus. Den machen wir auch da hinten hin. Das hängen wir einfach mal hier daneben. Und hier ist ein Lungengummi. Dann kommen wir noch zu Nummer 20. Das ist die hier. Wir suchen mal darüber. Und hier haben wir noch eine Tränke. Also ist auch immer voll praktisch. Also ich finde die Tränke auch immer richtig cool so. Ich finde die halt auf jeden Fall richtig praktisch, weil man kann sie halt entweder ganz normal als Tränke benutzen oder auch als Futterkelle. Ist auch eine richtig coole Idee. Also individuell einsetzbar ist sie auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und ja, jetzt gehen wir mal zum letzten Päckchen. Und Leute, wenn ich ein bisschen dusselig rüberkomme, liegt das einfach daran, dass es irgendwie voll früh ist und dieses Video hier jetzt richtig früh drehe. Also, sorry, wenn manche Reaktionen irgendwie komisch rüberkommen oder sowas. Aber ich bin gerade ein bisschen müde, aber ich drehe das Video jetzt trotzdem, weil ich voll Lust drauf hatte. Und hier haben wir, oh mein Gott, ein mega süßes Repaint. Das sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Es ist auf dem Schwarzwälder Fohlen, welches ich auch schon im letzten Video ausgepackt habe und ich dezent durchgedreht bin. Auf jeden Fall spreche ich gerade drüber, weil ich da ein bisschen Blödsinn geredet habe. Auf jeden Fall finde ich das mega, mega süß und das Repaint ist richtig schön geworden. Oh mein Gott. Also vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Das war wirklich voll krass. Also, ich mag diese beiden Fohlen jetzt schon so super gerne. Ich muss mich wirklich mit ganzem Herzen bei dir bedanken, Elina. Dieses Fanpaket ist wirklich mega, mega süß und es ist einfach voll viel drin gewesen. Oh mein Gott. Also vielen, 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 vielen Dank an dich. Und ich hoffe, du siehst das Video und ja, fühl dich einfach gedrückt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer einfach vielen Dank. Es hat mich wirklich super doll gefreut und deine Briefe waren auch richtig süß. Also vielen, vielen Dank für alles. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, sowas zu bekommen und ich habe mich wirklich über alles gefreut. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank an dich. Und ja, ich denke, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und habt noch einen wunderschönen Tag.